Palle, du hast deinen Vertrag bis 2020 verlängert. Welche Gründe sprechen für diese Vertragsverlängerung? Ja, es ist natürlich das Gesamtpaket. Also ich bin zu diesem Verein gekommen. Da war der Verein ja in einer sehr schwierigen Phase und hat natürlich dann in diesem Drittliga-Abstieg geendet. Und ich habe mich damals schon, glaube als einer der Ersten oder der Erste war ich sogar, der dann damals um 3 Jahre verlängert hat und gesagt hat, okay, sollten wir absteigen, dann will ich am Wiederaufbau auf jeden Fall dabei sein und vor allem in vorderster Front. Und ja, jetzt sind 3 Jahre wieder vergangen, also fast. Und ja, wir haben es geschafft, den Verein wieder ganz gut aufzubauen und hatten dann jetzt die letzten Wochen sehr gute Gespräche auch mit Christian Keller und der auch mir seine Wertschätzung entgegengebracht hat. Und das weiß ich natürlich zu schätzen und haben uns auch ganz schnell geeinigt. Und deshalb freue ich mich riesig, weil mittlerweile ist Jan Regensburg und ein Riesenteil von mir, auch von meiner Familie, weil natürlich auch meine Tochter hier geboren ist. Mein Großer geht hier in die Schule und deshalb wäre ich ungern gewechselt. Deshalb bin ich natürlich umso glücklicher, dass ich bleiben darf. Sprichst du es an, 2015 hast du damals deinen Vertrag verlängert. Jetzt, wenn du zurückblickst, was hat sich seitdem verändert in dieser Zwischenzeit? Ja, dann wäre es, glaube ich, ein längeres Video. Also es sind ja viele Kleinigkeiten, natürlich auch viele große Sachen. Angefangen natürlich mit dem neuen Stadion, ganz klar. Ja, die Trainingsbedingungen haben sich verbessert. Mittlerweile haben wir einen neuen Kunstrasen und wird ein neuer Platz wieder nebenan gebaut. Also viele kleine Sachen, die sich einfach verbessert haben. Und ja, das sieht man, glaube ich, jetzt auch an der Mannschaft, an der Leistung, wie alles gewachsen ist. Und das ist auf jeden Fall eine Riesengeschichte. Welcher Moment sticht da besonders heraus? War es das Tor in Burghausen damals oder was bleibt hängen? Ja, sicherlich die Regionalliga-Saison war sicherlich die emotionalste, weil wir standen da gewaltig unter Druck und jeder hat von uns irgendwie den Aufstieg erwartet und wir hatten da einige Turbulenzen. Und sicherlich war das wichtigste Spiel oder der wichtigste Moment war natürlich gegen Burghausen, weil wir, glaube ich, 4 Tage vorher in Amberg 0-0 gespielt haben und einer der wichtigeren Fans ist zu mir dann gekommen und hat gesagt, pass auf, Palle, wenn wir da in Burghausen nicht gewinnt, dann wird es brenzlig für euch. Ne? Da wussten wir, okay, jetzt müssen wir irgendwas machen, weil wir hatten davor auch irgendwie gefühlt ein halbes Jahr auswärts nicht mehr gewonnen. Und ja, und dann gewinnen wir dort halt 1-0. Und das war schon einer der prägenden Momente. Und jetzt blicken wir voraus auf die nächsten 2 Jahre. Was sind deine Ziele? Ja, sicherlich im Moment ist meine sportliche Situation ja etwas verzwickt, sage ich mal. Natürlich, ich bin natürlich auch unzufrieden mit meinen Einsatzzeiten. Habe mir natürlich auch mehr vorgestellt. Aber ich habe nach wie vor den Anspruch an mich selber und ich glaube, der Trainer auch, dass ich mehr leisten kann und mehr leisten werde, auch auf dem Platz. Ich denke, sonst hätte man mit mir nicht verlängert. Deshalb wünsche ich mir weiterhin viele Jahre in der zweiten Liga und vor allem mit mehr Minuten von mir.